In diesem Video möchte ich euch die Möglichkeiten von Partitionen in Tabular-Datenmodellen vorstellen. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt geht's los! Ich bin nun mit Management Studio auf meine lokale Analysis Services verbunden und habe dort ein AdventureWorks Tabular-Datenmodell. Vorweg, was sind Partitionen? Partitionen unterteilen eine Tabelle in mehreren logischen Teilen, Abschnitte, die unabhängig davon verarbeitet werden können. Beispielsweise ist es sinnvoll, eine Unterteilung von Verkaufsdaten nach Jahren anzulegen. Dadurch wird nur das in der Auswertung selektierte Jahr tatsächlich vom Analysis Services abgerufen und geladen. Dadurch erzielt man Performance-Gewinne. Sehen wir uns das nun an, wie eine Partition aussehen kann und wie man diese erstellt. Ich bin dazu bei der Internet Sales Tabelle mit einem Rechtsklick auf Partitionen gegangen und sehe nun für jedes Jahr eine eigenständige Partition und die darin befindlichen Anzahl an Datensätzen sowie auch das letzte Verarbeitungsdatum. Gut, grundsätzlich ist zu empfehlen, dass die Partitionen nach Jahren angelegt werden, jedoch auch in 2-Jahres-Rhythmus kann man diese genauso anlegen. Jetzt gibt es hier die Möglichkeit, in diesem oberen Menü eine Partition neu anzulegen oder eine bestehende Partition zu editieren mit Edit, diese zu löschen, diese zu kopieren oder auch zu verarbeiten. Grundsätzlich ist es so, dass man eine Partition mit einer SQL-Abfrage hinterlegt. Wenn ich nun diese öffne, ist zu sehen, dass hier eine SQL-Abfrage zu den einzelnen Tabellen und Measures angelegt ist und am Ende mit einem WHERE eingeschränkt auf das Jahr 2010 ist. Wenn man nun eine Partition verarbeiten möchte, so kann man das mit diesem Symbol hier. Das sind die wichtigsten Eigenschaften von Partitionen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar und ich werde versuchen, euch zu antworten. Tschüss und bis bald.